Hallo, herzlich willkommen zu meiner dritten Einheit. So, diesmal möchte ich etwas für den Rumpf tun. Das heißt also, ganz wichtig, dass wir einen sehr starken Rumpf haben, dass wir stabil sind, weil schließlich machen wir Judo aus den Beinen und nicht nur aus den Armen. Aber das Einzige, was wir dazu natürlich brauchen, damit die Kraft aus den Beinen hier oben ankommt und dann natürlich bei unserem Gegner ankommt, ist ein starker Rumpf. Das heißt also, diesmal machen wir ein paar Übungen zur Stabilisierung unseres Rumpfes. Gut, wir fangen erstmal ganz einfach an mit der bekannten Plank-Position oder dem Unterarmstütz. So, dazu gehe ich als erstes auf die Unterarme, stelle die Füße auf und halte diese Position. Wichtig ist, ich ziehe den Bauchnabel etwas ein, halte die Spannung in meinen Bauchmuskeln und alles muss eine Gerade bilden, vom Oberkörper bis zu den Beinen. Und diese Position halte ich erstmal. Mein Blick ist gerade ausgerichtet und nun halte ich diese Position. Gut. So, meine zweite Übung ist eine Variante davon. So, dieses Mal gehe ich wieder in die Plank-Position und nun muss ich meine Hüfte stabilisieren, weil ich immer ein Bein hochhebe. Ich zeige es euch. Das heißt, ich gehe in den Unterarmstütz und jetzt mache ich nichts anderes, als immer ein Bein im Wechsel anzuheben und dabei muss ich gucken, dass ich nicht anfange abzukippen, sondern halte die ganze Zeit die Stabilität in meinem Rumpf. Ja, wie bei einem Tisch, wo ich ein Stuhlbein wegnehme, muss der Tisch trotzdem stabil gerade stehen. Gut. Das ist die zweite Variante. Die nächste Variante ist relativ einfach, sozusagen eine Vorübung auch für den Liegestütz. Diesmal gehe ich wieder in den Unterarmstütz. Und jetzt stütze ich mich in den Liegestütz und wieder nach unten. Und dabei versuche ich auch immer recht stabil im Rumpf zu bleiben und nicht anfangen, wild nach rechts oder links zu kippen. Gut, das ist die dritte Variante. Gut, so, ich habe drei Varianten gemacht. Nächste Möglichkeit für diejenigen, die schon ein bisschen kräftiger sind. Diesmal ziehe ich das Bein immer seitlich hoch, entweder rechts oder links. Leichter ist es mit einem angewinkelten Bein, schwerer wird es dann später noch mit dem gestreckten Bein. Ich gehe wieder in die Unterarmstützposition. Und diesmal ziehe ich immer im Wechsel einmal das rechte Bein an und einmal das linke Bein. Gut. Gut. Sehr schön. Die nächste Stützvariante, die wir machen, ist der seitliche Stütz. Dazu legen wir uns auf die Seite, stützen uns auf unseren Unterarm ab, heben die Hüfte an und jetzt ist das Ziel, dass wir wieder kerzengerade sind vom Oberkörper bis zu den Füßen. Die freie Hand können wir in der Hüfte abstützen. Achtet auch darauf, dass ihr die Spannung bis in den Kopf haltet. Nicht den Kopf hängen lassen, sondern immer schön Spannung im Kopf. Und den Kopf genauso gerade halten. Genau. Gut. Was auf der einen Seite geht, geht natürlich auch auf der anderen Seite.
Wir halten die Position. Kopf gerade lassen, Blick gerade ausgerichtet. Und der Oberkörper und die Beine sind in einer Linie. Gut. So, wenn es etwas schwerer werden soll, kann ich natürlich auch aktiv sein. Das heißt, ich hebe das Becken und die Hüfte an. Ich lasse mich seitlich reinfallen und hebe dann die Hüfte. Gut. Selbes auf der anderen Seite. Fallen lassen und heben. Gut. Sehr schön. Okay, das war der seitliche Stütz. Jetzt gibt es natürlich auch noch verschiedenste Abwandlungen. Eine habe ich schon gezeigt. Eine weitere ist zum Beispiel, wenn ich das Bein seitlich anhebe. Ich gehe wieder in meinen seitlichen Stütz. Gerade Position. Und jetzt hebe ich und senke ich mein Bein. Gut. Selbes auf der anderen Seite. Seitliche Stützposition. Heben der Hüfte. Sehr gut. Gut macht ihr das. Gut. Sehr schön. Okay. Das war der seitliche Stütz. Die nächste Variante, wir haben die seitliche Rumpfmuskulatur und die vordere Rumpfmuskulatur. Jetzt kümmern wir uns um die hintere Muskulatur im Rücken. Und da ist es eine Möglichkeit, dass wir in die Schulterbrücke gehen und diese Position ebenfalls wieder halten. Ziel ist, den Oberkörper und die Beine wieder in einer Linie zu haben. Ich hebe die Hüfte an, stehe nur auf der Ferse. Die Arme kann ich erstmal locker liegen lassen. Wer will, kann natürlich auch die Arme nach oben nehmen und muss dann später, wenn wir das einbeinig machen, noch etwas mehr ausbalancieren. Ich halte die Position. Denkt dran, schön gerade. Ihr müsst die Spannung im Gesäß merken und in der Beinrückseite und im Rücken. Gut. So. Selbes kann ich natürlich auch machen, dass ich dann aktiv bin. Das heißt also, wenn ich jetzt die Position halte und nun die Hüfte langsam absenke und wieder hebe, habe ich natürlich noch die Möglichkeit, noch gezielter auch die Rückenmuskulatur zu trainieren. Das heißt, ich gehe wieder in meine Position, heben und senken der Hüfte. So, kurz bevor die Hüfte den Boden berührt, gehe ich auch schon wieder in die Aufwärtsbewegung. Gut, sehr schön. Wem das zu leicht ist, der versucht sich in der einbeinigen Variante. Auch hier ist es wichtig, dass die Hüfte nicht absenkt, sondern immer gleich bleibt, genauso parallel zur Schulterachse. Das heißt also, kippt die Hüfte, weil das Bein fehlt, dann habt ihr vielleicht dort noch ein gewisses Defizit. Ziel ist es immer, beides in der gleichen Position zu halten. Ich gehe wieder in meine Position. Fersen sind aufgestellt. Ich lege mich hin und hebe jetzt die Hüfte hoch. Hopp, und hebe ein Bein hoch. Und jetzt ist das Ziel, die Hüfte so zu stabilisieren,
dass die Hüfte nicht abkippt, sondern immer gerade bleibt. So. Gut. Dasselbe Spiel auf der anderen Seite. Das Bein aufgestellt, Hüfte heben. Jetzt hebe ich das andere Bein und versuche wieder die Position so zu stabilisieren, dass die Hüfte nicht dabei wegknickt. Gut, sehr schön. So, das sind die Grundstützformen. Nachdem wir mit dem Rücken fertig sind, kommen wir wieder zurück zum Bauch. Die klassischen Crunches. So, wir stellen die Füße auf. Damit es ein bisschen einfacher ist, können wir die Hände erstmal in Vorhalte nehmen. Je nachdem, wie ich die Hände dann nehme, kann ich natürlich meine Crunches noch schwieriger gestalten. Das wäre die leichte Variante. Das wäre die nächste Variante, die etwas schwerer ist. Das wäre die nächste Variante, die noch etwas schwerer ist. Und für die Profis nehme ich die Arme dann gestreckt über den Kopf. So, was ich mache bei den Crunches, ist nichts anderes, als nur meinen Bauch aufzurollen. Dabei bleibt die Hüfte die ganze Zeit unten, die Fersen auch aufgestellt. Und ihr braucht gar nicht so weit hochkommen, sondern einfach nur hopp, den Bauch aufrollen, soweit es geht, ohne sich dabei hinzusetzen. Bitte holt auch keinen Schwung aus der Schulter, sondern versucht wirklich eure mega starken Bauchmuskeln dabei zu benutzen. Gut. Gut, sehr schön. Nächste Übung. So, Ziel ist es diesmal, den Bauch von der anderen Seite aufzurollen. Das heißt also, ich nehme die Beine nach oben in die gestreckte Position. Die Hände kann ich rechts und links liegen lassen. Und jetzt muss ich immer versuchen, mein Gesäß vom Boden wegzuheben. Das mache ich in dem Moment, wenn ich es schaffe, meinen Rücken so kräftig wie möglich gegen den Boden zu drücken. Und gleichzeitig versuche ich, hopp, die Hüfte dadurch vom Boden wegzukriegen. So. Wenn ihr es richtig macht, könnt ihr normalerweise auch ein Buch auf die Füße legen und versucht dann das Buch immer hochzudrücken, ohne dass es runterfällt. Es ist keine große Bewegung, aber sehr intensiv. Ah, jawohl. Gut. Sehr schön. Tue ich jetzt etwas für den seitlichen Rumpf? Gut. Diesmal gehe ich wieder in meine Grundposition, wie bei den Crunches auch. Überschlage ein Bein. So, die eine Hand kann ich liegen lassen, die andere Hand nehme ich an den Kopf. So, und jetzt ist mein Ziel, dass ich mit dem rechten Ellenbogen das linke Knie berühre. Und dabei versuche ich immer gleich in die Rotationsbewegung zu kommen. Gut, selbes auf der anderen Seite.
Gut. So, das sind ein paar super Übungen für den Bauch. Gerade Bauchmuskulatur, von oben aufgerollt, von unten aufgerollt und die seitlichen Crunches. Gut, komme ich jetzt zum Rücken. Eine Möglichkeit, ich lege mich auf den Bauch, die Handflächen schauen zum Boden und ich nehme sie runter ungefähr auf Hüfthöhe. So, und jetzt ist meine Aufgabe die, dass ich versuche, den Rücken immer anzuheben und dabei mit dem Blick immer geradeaus schaue. Bitte nehmt den Kopf nicht in den Nacken, weil dadurch das Hohlkreuz zu stark wird und es in den Rücken geht. Gut, eine andere Variante. Diesmal geht es andersrum. Diesmal ist die Aufgabe die, ich stelle die Stirn auf und versuche diesmal die Beine hochzuheben und Ziel ist, so hoch wie möglich mit den Beinen zu kommen. Gut. Diesmal bringe ich beides zusammen, Oberkörper und die Beine. Gut. Viel Spaß damit.